Hallo ihr Lieben, wer schon länger bei mir am Kanal dabei ist, der wird mitbekommen haben, dass ich irgendwie so ein Red Bull-Ding habe. Und ja, das ist nun mal so, ich werde leider nicht gesponsert, aber ich sponsere Red Bull im großen Stile. Ich trinke jeden Tag zum Frühstück seit über 15 Jahren ein Red Bull. Im Jahr komme ich so auf gut 400 Dosen. Das heißt jeden Tag eine und ab und zu eine zweite. Damit sich das Ganze wirtschaftlich in Grenzen hält, kaufe ich immer nur, wenn es in Aktion ist. Das heißt, einen Euro oder weniger. Darum habe ich auch immer viel Red Bull zu Hause. In letzter Zeit ist es aber so, dass ich mit meiner Gesundheit ein bisschen zu hadern habe. Und es hat zwar nichts mit meinem Red Bull-Konsum zu tun, aber ich nutze diese Gelegenheit, um eine Veränderung in meinem Leben herbeizuführen. Ich werde mein Frühstücks-Red Bull streichen. Und jeder, der in der Früh es kaum warten kann, bis er seinen Kaffee oder seine Zigarette in der Hand hat, der wird nachvollziehen können, was für ein großer Schritt das für mich ist. Damit sich dieser Schritt auch lohnt und damit ich nicht traurig bin, dass ich jetzt gerade zwei Aktionen habe und deswegen 127 Red Bull-Dosen noch zu Hause habe, was ein Drittel des Jahres wäre, damit ich diese Dosen sinnvoll einsetze, habe ich mir gedacht, ich mache das, was gerade sehr viele Österreicher machen. Ich tue Gutes damit. Marbacher TV. Ich helfe denen, die Hilfe brauchen. Wie mache ich das? Indem ich euch eine Dose Red Bull im Gegenzug zu einem Einwegrasierer anbiete. Oder eine Zahnbürste. Bringt mir eine Zahnbürste und ich gebe euch eine Dose Red Bull dafür. Oder bringt mir ein Sprühdeo und ihr bekommt dafür von mir eine Dose Red Bull, solange der Vorrat reicht. Ich stelle mich am 10. September, also diesen Donnerstag, beim Museumsquartier Ecke in der Hilferstraße hin, mit meinen 127 Dosen Red Bull. Und ich warte darauf, dass ihr mir Zahnbürsten, Rasierer, Deos oder andere Hygieneartikel bringt und ihr sie dann gegen eine Dose Red Bull eintauscht. Ich hoffe, ihr kommt zahlreich und es kommt eine Menge zusammen. Ich werde euch, während ich dort stehe, immer über Twitter, Facebook und Instagram informieren, was so abgeht, und ich hoffe, wir sehen uns dort. Also nochmal, Donnerstag, 10. September, ab 16 Uhr, solange der Vorrat reicht, mindestens bis 18 Uhr. Ich freue mich, euch zu sehen. Bis dahin, danke sehr.